Idee war, am Leuchtturm zu gucken. Allerdings viel los, kein Parkplatz. Zumindest, das ist der Nachteil halt von so einem Momo. Fette Weißware. Komm, wir stehen jetzt hier zwar, aber ich zeige euch jetzt mal den Ausblick. Schon der Hammer. Absolut schön. Noch ein Fahrradweg. Weiß jetzt nicht genau, ob man hier überhaupt stehen darf. Ja. Vanlife. Und wenn wäre das nicht passiert. Vermutlich. Oder wir haben die falsche Uhrzeit erwischt. Aber das kann ich Ihnen auch noch mal zeigen hier. Auch cool. So, da ist der Leuchtturm. Naja. Ist Verkehr wie auf der Autobahn. Alter Walter. Ganze Karawanen ziehen hier hoch. Ist ja unglaublich. Aber gut, wir sind ja auch so bekloppt. Wollten das ja auch sehen. So, Mäuschen, du weist mich jetzt mal wieder ein. Ja. Hier raus aus dem Chaos. Ja, Verkehrschaos. Guck mal, das ist doch der Leuchtturm. Ja. So, haben wir ihn gesehen jetzt, den Leuchtturm. Alles gut. Mal wie wieder rauskommen jetzt, ey. Ist auch schön geworden, oder? Schick, schick. Hier können wir mal bleiben, Minütchen. Das ist ja schön. Schöner, wir brauchen Leuchtturm, wenn er das hat. Nee, da waren ein bisschen viele Leute. Eine Buttermakrele. Geräucherte Buttermakrele. Ich habe keine Ahnung, wie das Örtchen hier heißt, aber von dem Leuchtturm fährst du die Straße geradezu runter, Kilometer, und dann bist du schon da. Sehr schön hier. Ja. Empfehlung ausgesprochen. Bäm. Ein Highlight nach das nächste. Das Schneckenhaus. Das Schneckenhaus, genau. Auf Dänisch, Schatz? Snecklehus. So nämlich. Wir haben ein bisschen außerhalb geparkt. Ja, am Friedhof. Am Friedhof, weil wir jetzt nicht wussten, wie hier die Parkmöglichkeiten sind, aber ist alles ruhig. Hier ist auch ein Parkplatz ausgewiesen für Schnecklehus. Haben wir aber noch nicht, haben wir zu spät gesehen so. Ja. Naja, gut. Komm, wir gehen jetzt mal da gucken. Ja. Thank you.
hustet. Schneckle hustet. Schick. Ja, muss man mal sehen. Wenn man hier ist, dann sollte man es sich angucken. Man kann reingehen, kostet Erwachsene 20 Kronen. Das heißt umgerechnet circa 2,50 €. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir wollten es ja halt einfach nur mal sehen. Der Hund ist. Klappt. Ist das mein Hund? Ja, das ist dein Hund. So, komm mal hin. So, jetzt gucken wir mal. Stellplatz. Dass wir irgendwo Stellplatz finden. Weiß noch nicht. Übernimm das mal und geht das? Das so geht, ja. Ja, wir gucken jetzt nach dem Stellplatz. Wo, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Ja, wieder fahren wir jetzt schon mal Richtung Skagen. Ja, ich hatte schon mal geguckt, aber da ist noch nicht so... Du bist aber nah dran. Ja. Und wieder fahren wir Richtung Skagen. Ich übernehme das mal. Ja, oder? Hier in der Nähe was? Keine Ahnung, wir gucken ja, gleich mal wir bei gucken gleich mal. Unserer Lieblings-App vorbei. Parkfunheit. Ja. Und gucken mal. Kippen wir auch noch schön gleich. So, Besuch. Den Hintergrund. So, Stellplatz. Besser geht's nimmer. Oh, warte mal, hier unten stöhnt was. Ne, bitte. Es sind nur 2 Stromplätze. Also brauchen wir nicht. Wir haben Wohnmobil. Und man sollte dänische Kronen parat haben. Weil mit Karte zahlen ist hier nicht und mit Euro wird ein bisschen kompliziert. Da muss der Richtige am Tresen sein, damit das funktioniert. Ja, da gibt es so eine Telekom, ich schlag mich tot, irgendwas. Keine Ahnung. Egal, wir sind angekommen. Aber der Platz ist einmalig. Wir grillen jetzt noch ein bisschen und dann ist Feierabend. Tipptopp. Guten Abend. Gute Nacht. Ich hab's gefunden. Tschüss. Ja. Bei Park von heute übrigens. Ja. Bis morgen. Ciao. Moin! Einen wunderschönen guten Morgen
sonnigen guten Morgen. Sonniger guter Morgen, ja. Ja. Ja, wir verlassen jetzt diesen schönen Stellplatz, so heißt es, ne? Ja. Wunderbar, echt. Jegindö, die Insel. Ich werde das mal alles da unten mal so reinschreiben. Also empfehlenswert, super schön. Total toll. Allerdings keine Entsorgung, keine Versorgung. Ja, ich weiß, zumindest haben wir es nicht gefunden, sagen wir mal so. Nee, ich habe geguckt auch also. Auf dem Park von heute. Ja, super geschlafen, total ruhig. Jo. Mit dem schönen Blick aufgewacht, habt ihr gerade gesehen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Skagen. Mhm. Und das dauert jetzt ungefähr noch 2 Stunden. Eher 2,5, würde ich sagen. Ja, 2 Stunden sind wir. Genau. Ah nee, genau. Mehr. Ungefähr 3 Stunden, schätze ich jetzt mal. Und da das ja ein bisschen lange dauert und langweilig jetzt wird, dann würden wir sagen, schönen Dank erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ja. Ja. Und bleibt sauber, mach's gut. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, wir haben unterwegs noch eine Entsorgungsstelle und eine Versorgungsstelle gefunden. Schick, sauber, astrein. Frischwasser. Und Toilette. Grauwasser. Tipptopp. Kannst du nicht meckern. Und kostenlos. Immer dran denken, ne? Solche Wasserdiebe, Anschlüsse dabei zu haben. Weiter nach Skagen!